Meine Lieben, heute ist Donnerstag und Donnerstag ist Dachtag. Natürlich, wir sind hier vereint in kleiner Runde. Diese Sendung wird finanziert durch ein bisschen Product Placement. Coca-Cola, Cheers. Und San Miguel. Prost. Salut. Salut. Ja, meine Lieben, wir sind heute eine nette kleine Runde und was es heute alles gibt, das erzählen wir euch gleich. Denn in wenigen Sekunden geht's los. Buenas tardes. Das ist das, was man sagt um diese Uhrzeit. Zumindest bei uns hier auf der Insel, auf Mallorca, in Campingafort, auf dem Dach vom Hotel Ventimar. Und buenas tardes heißt nichts weiter als... Schönen guten Nachmittag. So sieht's aus. Klaus, der gar nicht Klaus heißt und heute leider nicht da ist. Ja, meine Lieben, wir braten ein bisschen in der Sonne. Technischer Support heute von Peggy. Vielen Dank. Dankeschön. Hinter der Kamera guckt, dass alles da so seinen rechten und linken Gang geht. Ja, dann machst du gut. Ja, meine Lieben, wir wollen ein bisschen erzählen. Manni und Peggy sind da. Der Frank ist wieder da. Unser Maike, unsere Langzeiturlauberin, ist wieder da. Und wir wollen ein bisschen erzählen, wie die Woche war. Ihr seid noch nicht ganz so lange da, Manni. Ihr seid angekommen. Ja, wir sind gestern Samstagabend angekommen, ja. Bleiben aber auch nur 6 Nächte. Also Freitag geht es dann schon wieder nach Hause. Bisschen Kurztrip geplant. Aber im September sind wir nochmal da für 3 Wochen. Okay, für 3 Wochen. Ja, dann bis Anfang Oktober. Hier heißt, dass Peggy dabei ist. Genau. Peggy ist immer gerne im Kamerafrau Hintergrund. Kamerafrau Peggy und Manni. Ja, ich hätte ja jetzt gesagt, die graue Eminenz im Hintergrund, aber das trifft ja nicht. Nein, die ist nicht grau. Nein, ist ja ein hübsches Mädchen, aber ich weiß nicht. Sie will halt nicht mit drauf vorne. Ja, okay. Das kann jeder machen. Wir geben das seine. Ja, Manni, dann mal los. Grüße. Ja, genau. Wir haben Kollegen zu grüßen. Zuerst mal meine Eltern, die so nett waren, um uns an den Flughafen zu begleiten. Dann natürlich auch Peggys Eltern, also meine Schwiegereltern, die mal wieder nicht auf Mallorca sind, leider. Dann wollen wir Leute aus der Community grüßen. Und wir fangen an mit Sabine und Stefan. Dann haben wir Geske, genau. Veronika und Jens. Kenn ich. Veronika und Jens. Dann haben wir von den Thüringern Kerstin und den Wolfgang. Und unsere Freunde, die auch bei uns im Hotel oft residieren und auch im September wiederkommen, die Sandy und den Joshua. So, da möchten. Was ist mit Marcel? Den Marcel. Wenn Veronika und Jens schon Grüße sind? Den kennen wir nicht. Den kennt ihr nicht. Nein. Grüßen wir trotzdem an dieser Dann Stelle. Grüßen wir Marcel mit. Unbekannterweise, vielleicht sieht man sich nach mal. Nach Arenal. Wir müssen nach Arenal grüßen. Der ist in Arenal. Da. Da, ja, da so die Richtung. So. Grüße nach Arenal. Ja. Ja. Wir wollen noch die Maria und den Guillaume grüßen und die kleine Rita. Okay. Und das Equipment vom Jamaika. Natürlich. Und alle, die uns kennen und die wir vergessen haben. Ach, die grüßt du auch. Auch ja, das noch. Ist gut. Und die 6 Millionen hinter der Kamera. Ja, natürlich. Also, ihr natürlich. Dürft jetzt zurückwinken. Ja. Alle, genau, alle zurückwinken. Da bin ich auch schon fertig. Sehr geil. Bist du schon durch? Ja. Gut. Frank. Ja. Letztes Mal kaum zu Wort gekommen, weil die Runde so groß war. Ja. Schön, dass du nochmal da bist. Ist halt so. Ach so, entschuldige. Wo wart ihr? In welchem Hotel? Wir sind im Platja Daurada. Und? Ja, wie immer. Ihr seid happy, ne? Das ja, wird eigentlich immer. Außer es hat zu. Ja, ja, okay. Das wollt ihr noch eben wissen. Sind wir immer und immer zufrieden. Perfekt. Gut, alles klar. Super, danke schön. So, Frank, entschuldige bitte. Kein Problem. Ja, du bist wo? Im Vista Park. Du bist im Vista Park. Ja. Das ist ja in São Paulo. São Paulo. Ja, São Paulo. Ja, oh. Genau. Ja, ja, genau. Nachbar von Maike quasi. Das, ja, ja, genau. Das, Maike ist im Sara und ihr seid im Vista Park. Das ist ja auf derselben Straße ja, im Prinzip. Ne? Quasi. Ja, Vista Park, schöne Grüße an unseren Azubi, an unseren Administrator, Herrn Cespedes. Der liebt natürlich dieses Hotel, der ist gerne im Vista Park. Ah, wir auch. Der sagt, also bestes Hotel, was er sich vorstellen kann für sich. Also Daniel, für uns schöne auch. Grüße an dieser Stelle. Frank, und sonst?
Alles gut, super. Wir sind jetzt schon die zweite Woche da. Zweite Woche. Morgen geht es leider wieder nach Hause. Okay. Wir kommen auch im September wieder. Ja. Für 9 Tage. Ging nicht mehr. Ja, ja. Und ja. Also wir fühlen uns sehr wohl hier. Über dem Meer schwimmen natürlich. Ah, natürlich. Wie das Wasser ist wie ungefähr? Wie kalt? Ist warm. Ist warm. Ist okay, ja. Ist warm. Ja. Ja. Ja, cool. Ihr seid rundherum happy? Super. Das ist wirklich super. Ja, sehr schön. Zufrieden. Schöner Urlaub. Ja. Schönes Wetter. Ja, cool. Ja, Wetter, ja, haben wir 2 Tage jetzt mal gehabt, letzte Woche. Da war es mal ein bisschen Wind. Regen so. Ja gut, es war halt noch Mai, da passiert sowas. Aber jetzt im Juni. Übrigens, heute ist der 1. Juni, Kindertag. Ja, okay. Das sollte jetzt nicht mehr passieren. Ja, Grüße. Ja, ich grüße meinen Sohn Sven mit Schwiegertochter Jenny und Maileen, Zoe und Amelie. Die Amelie ist heute 3 Wochen. Okay, ja. Ganz neu auf der Erde. Ja, dann meine Tochter Anna mit ihrem Bald-Ehemann. Letzte Woche hatte ich gesagt Ehemann. Okay, ist aber noch nicht, oder was? Nee, 1. Juli. 1. Juli. 1. Juli. Ich wünsche mir an dieser Stelle schon mal viel Glück. Ist ja nicht mehr so weit. Nee, hab doch noch einen Monat nachzudenken. Ja, also die Anna mit Patrick und noch die Sabine und Uwe, unsere Freunde. Und das war's. Perfekt, das war's. Ja, das war's. Ja, war das super. Mehr nicht zu grüßen. Ja, hervorragend. Ja. Vielen Dank. Bitte, bitte. Dankeschön, Frank. So, wir gehen mal weiter. Wir gehen mal rüber zu Maike. Na, Lieblingsurlauber? Ja. 5. Mal. Hallöchen. Erstmal an alle. 5. Mal Dachtag. Auch an alle da draußen. Damit hast du jetzt den Rekord, ne? Ja, ne? Musst du ja, das im Guinness-Buch einschreiben. Das ist jetzt das 5. Mal, ne? Ja, ja, eben. Genau. Ja, das hat noch keiner geschafft. Und 8 Mal kriegen wir hin, weil wir ja erst dann am 26.06. erst nach Hause fliegen. Das heißt auf den Sonntag. Ja. Also kann ich auch 8 Mal kommen, ne? Ganz schön frech, wa? Ob du 8 Mal kommen kannst, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber du darfst gerne 8 Mal hier sein. Das ist 8 Mal hier sein, genau. Ja. Ja, wir waren zusammen essen. Das war ein toller Abend. Wir waren in Sonserra de Marina bei unserem alten Freund Fede. Mhm. Das war das sehr war cool. Richtig war cool. Lecker Fütterchen, ja. Mhm. Tolle romantische Ecke da, vor allen Dingen das Restaurant, das er jetzt hat. Hat Spaß gemacht. Wie war sonst die Woche bei dir? Ja, wir waren eben auch nochmal bei Fede. Wir haben noch schön was gegessen und gesabbelt. Und dann haben wir noch 2 aus dem Hotel, die sind neben uns, also haben das Zimmer neben uns. Okay. Auch nochmal wieder gesehen. Dann habe ich gesagt, was macht ihr denn hier? Ich dachte, ihr wollt heute eine Autotour machen. Ja, haben sie gemacht, nach Sonserra de Marina. Ja. Ja, wir haben einen Abstecher gemacht, weil das Essen da so gut ist. Ich sage, alles klar. Ich war doch noch gar nicht los, sage ich. Nein, alles gut. Alles Nein, gut. Das müssen sie auch schön. Selber entscheiden. Ne? Ja, natürlich. Ja. Nö, also schon sehr nette Leute kennengelernt, auch von Dachtag. Mhm. Gestern nochmal mit Vera kurz noch verabschiedet. Ja, Vera ist heute raus. Genau. Ja, jetzt hat ich grüße dich, Vera. Ja, ich grüße dich. Jetzt zum Zeitpunkt unseres Dachtages sitzt sie wohl gerade im Bus zum Flieger. Ja, heute Abend fliegt sie aber erst, so gegen 20 Uhr, sagt sie. Aber sie muss ja schon eher hin. Aber dann guckt sie bestimmt morgen den Dachtag. Ja. Also, weil ich habe ihr versprochen, sie zu grüßen. Wir erklären das, also heute ist ja Mittwoch, also heute ist ja Donnerstag. Also Mittwoch, also... Ihr versteht schon, oder? Heute ist Donnerstag. Ja, heute ist Donnerstag. So sieht's aus. Dachtag. Ja, ganz richtig. Ja, Maike, Grüße. Ja, Grüße. Erstmal an meine Tochter noch mal kurz. Die hat sich wieder erholt. Gott sei Dank, negativ. Ist nicht mehr positiv. Das ist schon mal sehr gut. Super. Super, ja. Sonst grüße ich alle, die da draußen sind. Auch die 6 Millionen da. Hallöchen. Ne? Ja. Ja, und dann grüße ich meinen Schatzi noch, der... nicht so gerne vor der Kamera steht, aber macht ja nichts, ist ja nicht schlimm, ne? Da kennen wir mehr mittlerweile. Ja, dann grüße ich noch den Manu aus Bremen. Schöne Grüße. Schönen Gruß nach Bremen. Ja. Der ist ja schon längst zurück. Ja. Ja. Ja, und ich komme auch bald wieder. Frechheit, ne? Spätestens nächste Woche. Im August nochmal eine Woche. Ach so, und ja. Ende August auch nochmal. Bis Anfang Oktober. Also nochmal 5 Wochen, Leute. Hier bleiben, da brauchst du nicht nur nach Hause fliegen. Hat man heute auch schon wieder gesagt, aber... Bleib mal einfach. Nein. Wir müssen nochmal zwischendurch nach Hause. Ja. Auch wenn mein Mann jetzt Rentner ist, aber trotzdem. Gut. Naja, gut. Das war's. Die Katze mal eine neue Dose. Das war's mal wieder. Und tschüss. Jo, danke schön. Ja, meine Lieben. Unsere kleine Runde von heute. Das Mikro brauchen wir nicht. Ich habe mein eigenes. Verstehst du? Ich hab mal. Du hast es vergessen. Und noch schöne Grüße... an Fede. An wen? An Fede. Ach so, nach Sonserra de Marina. Ja, vielleicht genau. Guckt ihr uns ja zu. Das wäre eine tolle Sache. So, jetzt bist du aber durch. Gut.
Meine Lieben, dann kommen wir jetzt mal eben zu den Bildern der Woche. Ich muss gestehen, es war wieder so diese Woche, wenn ich Zeit hatte, hatte ich keine Gelegenheit. Und wenn ich Gelegenheit hatte, hatte ich keine Zeit. Oder wie sagt man? So sagt man, glaube ich, ne? Mhm. Irgendwie hat es nicht geklappt. Trotzdem habe ich es hingekriegt. Ich habe einen sehr schönen Flug gemacht mit der Drohne. Ich habe die restliche Runde gefahren von der Campica-Ford-Runde, die wir letztes Mal angefangen haben im Auto. Ihr erinnert euch, letztes Mal sind wir hier unten durchs Dorf gefahren und jetzt bin ich einmal oben mit euch durchs Dorf gefahren. Das gibt es. Dann habe ich ein Gastvideo, ein sehr schöner Helikopterflug über Soyer. Das gucken wir uns an. Ja, und das war es im Prinzip schon mit den Bildern der Woche. Wie gesagt, ich hatte wenig oder so gut wie keine Zeit. Mal sehen, vielleicht gibt es nächste Woche wieder ein bisschen mehr. Aber neulich habe ich einen sehr schönen Kommentar gelesen, der ging so ungefähr, egal, auch ein kurzer Dachtag ist ein toller Dachtag. So ungefähr sinngemäß wiedergegeben. Ich weiß gar nicht, wo es stand, ob es bei Facebook stand oder ob es direkt im YouTube unten drunter stand. Keine Ahnung. War sehr schön, fand ich sehr schön. Ganz lieben Dank an dieser Stelle für eure Kommentare, für eure Treue. Und ja, dann würde ich sagen, dann gucken wir jetzt mal eben rein in die Bilder der Woche und sehen uns gleich wieder, denn gleich wollen wir nochmal eben alle winken und auf Wiedersehen sagen. Bis gleich, viel Spaß. So, Freunde, ja, wir sind unterwegs. Wir sind ein bisschen unterwegs, um zu schauen, wie weit die Felder schon abgeerntet sind, denn wir haben Getreideernte. Ja, jetzt seit Mitte Mai sind die Mähdrescher hier am Fahren und das wollte ich euch gerne zeigen. Und guck mal, hier ist Dröni. Und Dröni wird sich das Ganze mal von oben angucken. Und dabei wünsche ich euch natürlich viel Spaß. Dröni, auf geht's!
meine Lieben, da sind wir wieder unterwegs. Ihr habt ja letztes Mal im Dachtag vielleicht gesehen, dass wir eine Dorfrunde gemacht haben mit dem Auto, aber nur eine halbe Runde. Also schulde ich euch im Prinzip noch die andere Hälfte. Und die machen wir heute. Strahlender Sonnenschein. Wir haben auf dem Finca-Thermometer auf der Terrasse 30 Grad im Schatten. Das ist mir natürlich zu warm. Bin ich aus dem Schatten rausgegangen. So, jetzt kommen wir ins Dorf. Ich würde sagen, ihr dreht euch mal nach vorne. Und jetzt machen wir die zweite Runde. Und die führt natürlich oben über die große Hauptstraße. Wir sind hier am Miroski-Kreisel. Und los geht's.
So, meine Lieben, das war die zweite Hälfte. Die haben wir jetzt hinter uns gebracht. Und wo wir hier sind, ihr kennt es vielleicht, hier ist hinter uns ist das Rathaus, die Polizei. Hier ist das Maripaz, das Hotel Maripaz. Und wenn wir jetzt gerade hier sind, dann können wir auch mal eben schnell gucken gehen, was unser Amphitheater macht, ob da schon weitergebaut wird oder ob das jetzt erstmal Sandplatz bleibt. Da gehen wir jetzt mal hin und gucken mal eben. So, meine Lieben, das waren die Bilder der Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Da sind wir wieder. Ja, uns bleibt ja nicht viel übrig, als euch auf Wiedersehen zu sagen. Wir grüßen in die Ukraine, nach Deutschland, nach Österreich, in die Schweiz,
Nach Dänemark, nicht vergessen, nach Dänemark. Dänemark, ganz wichtig, nicht, dass es wieder Beschwerden gibt. Und in den Rest der Welt natürlich überall dahin, wo wir gesehen werden. Das war der Dachtag von heute. Wir sehen uns heute in 8 Tagen, dann geht's weiter. Denn die nächste Woche hat wieder einen Donnerstag und dann wird es wahrscheinlich auch einen Dachtag geben. Bis dahin alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund und munter. Und wir sagen Tschüss und winken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht es gut, kommt mal vorbei. Tschüss. Hasta luego. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Cheers. Ja, den. Oh. Oh. Kuba, Kuba Mann, ist das warm hier. Ja, ohne Libre aber. Ohne. Oh. Nur Kuba. Oh, ich muss mal kurz einen Schatten. Mein Bier läuft aus. Und du wolltest wirklich nichts sagen, Peggy? Ja. Genau. What? Ja, also das ist auch mit ich bin auch nicht so ein Sonnenkind. Warum du nicht hier? Ja, guck mal, wir, ne? Die härtesten unter der Sonne, ne? Ja. Ja. Nur die Harten kommen gar nicht. Ja, die läuft auch nicht so höher. Ah, ja. Ja, und die Härterin, die Gärtnerin. Tatsächlich, es gibt viele Sprüche, die hören mitten drauf, ne? Und die Härterin bekommt die Gärtnerin. Ja, nur die Harten kommen in den Garten, nur die Härterin kriegen die Gärtnerin. Ja. Und dann gibt es noch an der Nase eines Mannes, erkennt man sein. Und der Spruch geht auch weiter. Der Spruch geht weiter. Und an dem Mund des Weibes erkennt man die Öffnung des Leibes. Das ist dann der Moment, wo die Mädchen immer sagen, hey, das wusste ich gar nicht. Natürlich, ja. Ach so, eng. Das ist alles noch drauf. Vielleicht lasse ich es drin. Ja, wie die zwei Alten von der Muppet Show, ne? Ja, 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 genau, oben, die von oben aus dem Balkon ihre also Kommentare erzählen. Meine, ne? Ja, die erzählen hier gerade. Die Mikros sind ja weg. Ah, die Mikros sind weg, ja. 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 Du machst jetzt noch einen Strandschwenk. Ich komm jetzt mal in Strandschwenk, ja. Der Strandschwenk muss noch hinten ran, ja, genau. Ach, zum Feierabend. Ja, ist das schön.